wie wichtig, glaube ich, das Erinnern ist und das Weitergeben der Geschichte und wie wichtig ist, dass wir es jetzt noch tun. Das zeigt auch, dass es immer schwieriger wird, wirklich Zeitzeugen zu finden, die sich noch an diese Zeit erinnern können, die auch in der Lage sind, ihr Wissen weiterzugeben. Wir haben den glücklichen Fall in Steyr, dass wir mit Altbürgermeister Franz Weiß einen solchen haben, der auch bereit ist, dieses Wissen zu teilen. Franz, recht herzlich begrüßt. Ich kann mich oder brauche mich nicht auf schriftliche Unterlagen stützen. Noch funktioniert mein Hirn so, dass ich die Erinnerung an die Jahre Ende 1920 sehr lebhaft habe. Es gab in der Schuschnigg-Zeit eine Verordnung der Bundesregierung, dass kein Mann länger als 8 Wochen beschäftigt werden durfte, eher darunter, denn nach 8 Wochen hatte jedermann Anspruch auf die gesetzlich festgelegte Arbeitslosenunterstützung. Um das zu verhindern, mussten die Leute wieder entlassen werden vor Ablauf dieser 8 Wochen. Am schlimmsten habe ich das empfunden, noch zur Rückkunft aus der Schweiz, denn da hat meine Mutter mir gesagt, du, ich habe für dich einen Lehrplatz in den Steierwerken. Und das, einen Lehrplatz in den Steierwerken zu bekommen hat, bedeutet, dass man auch ein Geld dafür bekommen hat. Zum Unterschied von den privaten Meistern, da haben die Eltern noch was zahlen müssen, dass sie einen Jungen ausgebildet haben. Und da hat er meistens im ersten Jahr Holz und Kohlen tragen können und Kind zu werden und einkaufen gehen. Erst dann hat die richtige Lehrzeit begonnen. Auf alle Fälle, na, wir sind dann zu den Steierwerken, da war der Personalchef Wünsch, ein Hauptmann des Ersten Weltkrieges und auch Hauptmann bei der Heimwehr. Meine Mutter hat noch die Trauerspange hier gehabt und er sagt so im Gespräch, wir brauchen junge Leute, das ist sehr gut und war eigentlich sehr, ich würde sagen, euphorisch, aber freundlich. Und dann sagt er, sie haben einen Trauerflor, haben Sie einen Todesfall in der Familie? Sagt sie, ja, mein Mann im Februar. Sagt er, was? Ja, sagt sie, hat Mutter gesagt, er ist erschossen worden. Sagt er, als treuer Kämpfer für die Heimat? Hat sie gesagt, ja, hat sie gesagt, beim Schutzbund. Was? Sie rotes Gesindel, schauen Sie, dass Sie hinauskommen. Hat er uns beide aus dem Büro geworfen und nichts ist geworden mit dem Lehrplatz.